Herzlich willkommen zu Metro 2033. Ja, wir sind immer noch hier und ja, die letzte Folge war ziemlich beschissen. Ich gebe es ehrlich zu, es war ziemlich mühsam. Als ich den ersten Spielunterbruch gemacht habe, das war ja, als Khan einfach irgendwo stehen geblieben ist im Zug. Ja. Und danach ging es eigentlich nur noch bergab. Das Problem bei dem Spiel ist ja, dass das automatisch gespeichert wird. Oh. Ja. Und durch das ist es teilweise schwierig, war ich ein bisschen, ich sag mal, 3-4 Minuten zu weit und ja, das, wir könnten jetzt eigentlich noch kurz zurück die Schrotflintenmunition holen, die ist, glaube ich, hier oben, da haben wir noch ein paar Kugeln. Ich habe nur nicht, ich hätte nochmals alles anfangen müssen, das komplette Spielen, nur wegen 2-3 Minuten Vertonung. Und ja, das wäre ein ziemlicher Aufwand gewesen und ich habe mich dann einfach entschieden, 3-4 Minuten Videomaterial ohne Kommentar zusammenzuschneiden. Ich hoffe, das passiert jetzt eigentlich nicht mehr. Also ich muss ehrlich sagen, kommen wir hier durch. Ist jetzt das erste Mal, dass mir so etwas überhaupt passiert ist. Ansonsten hatte ich mit dem nie irgendwelche Probleme. Wie gesagt, ein großes Problem ist einfach, dass es nur ein Spielstand gibt und dieser immer wieder überschrieben wird. Wie ich sehe, spürst du es kommen. Das ist eine seltene Gabe. Nutze sie, nicht bewegen. Nicht bewegen. Okay, wir bleiben stehen. Das haben wir doch schon mal gesehen, oder? Ja, nicht bewegen. Wir nennen das eine Anomalie, ein neues Phänomen in einer neuen Welt. Interessant. Phänomen, was? Aber weißt du, es ist nicht böser als, sagen wir mal, Feuer. Es hängt alles von der Sichtweise ab. Versuche, die Dinge besser zu verstehen, bevor du dir ein Urteil bildest. Lass uns jetzt gehen, hier ist es nicht sicher. Ich würde sagen, in der ganzen Metro ist es nicht sicher. Wenn man es genau nimmt. Vorsichtig. Da. Was? Oh! Achtung! Die Viecher kommen zurück. Ich glaube, wir nehmen die Schrotflinte. Okay.
Ah. Ja, die Schrotflintmunition geht ziemlich schnell runter. Da kommen noch mehr. Gibt's das? Okay. Hier können wir noch was aufnehmen. Hier jetzt auch. Also lauter Schrotflintmunition. Das ist schon mal gut. Ist da noch einer? Okay, die Anomalie hat jetzt alle, ich glaube nur Salis heißen die, abgefangen. Eine Live-Demonstration. Also sind die Dinger doch zu was gut. Ja, jetzt gibt es überall AK. Das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge schon gesehen. Ja, am Anfang mussten wir sehr viel machen. Nur um eine AK zu bekommen und nachher werden die uns nachgeschossen. Da ist nichts. Aber ist doch vielfach so. Okay, ach. Das nehmen wir mit. Neuer Eintrag. Hier ist auch noch Munition. Müssen wir jetzt? Ach, auf den Wagen drauf. Oh, da haben wir auch ziemlich viel Kugeln. Artyom, du hast einen hohen Auftrag. Glaubst du wirklich, dass die Polis dir helfen wird? Oder gibt es sonst nichts mehr, woran du glauben kannst? Du musst nicht antworten. Wir kommen bald an der verfluchten Station an. Die Angriffe der Monster haben nicht nachgelassen. Die meisten Leute haben die Station verlassen. Die übrigen können irgendwo hin. Okay. Mich zur verfluchten Station. Der Name war kein Zufall. Die Leute dort waren in einem endlosen Kampf ums Überleben gefangen. Die Station wird wieder angegriffen. Gehen wir. Ja, wie immer. Die Verteidiger können Hilfe gebrauchen. Komm, hierher. Haben die überhaupt eine Verteidigung aufgestellt? Noch ein Angriff? Ja, sie haben die äußere Verteidigung durchbrochen. Alle Überlebenden sind hier. Ich bezweifle, dass wir den nächsten Tag erleben. Wo kommen die Monster her? Wie immer, aus dem linken Tunnel. Und von der Kreuzung. Wir haben einen Sprengtrupp dorthin geschickt. Der kam aber nie zurück. Und sonst können wir niemanden schicken. Du willst doch deine Station vor dem Untergang bewahren, Artyom. Und hier steht der Untergang bereits vor der Tür. Wir müssen helfen. Finde die Überreste des Sprengtrupps, bring ihre Bombe so weit in den linken Tunnel, wie du kannst, und dann lauf. Die Explosion wird heftig. Die Kreuzung ist schon einmal begraben worden, aber anscheinend haben die Nosalis sich durchgegraben. In der Nähe war eine Luftschleuse, die ist wohl offen geblieben. Schließe sie oder bring sie zum Einsturz. Ich bleibe hier bei den Überlebenden. Versuche, die Monster zu uns zu locken, wenn es zu viele sind. Okay. Ja, die Lampe ist drin. Ja. Wir laufen jetzt einfach mal auf gut Glück hier durch. Okay, wo müssen wir durch? Oh! Hier. Nicht?
Ich weiß nicht, sollen wir die... Ich bin mir nicht ganz sicher, sollen wir die Maske anziehen hinten? Wäre vielleicht gar nicht schlecht. Oder wäre vielleicht... Moment. Wir können das nicht benutzen. Warum? Licht aus. Okay, wir haben... Ja, ich denke nur, bis wir hier fertig sind, haben wir keine Schrotflintenmunition mehr. Wir rennen jetzt einfach mal durch. Ich glaube, wir können nachher noch ein bisschen uns ein bisschen umsehen. Wir müssen hier. Okay, wir sollten uns noch ein bisschen hochheilen. Das schadet sicher nicht. Ja, wenn es zu viel wird, sollen wir zu denen gehen. Wir werden hier permanent angegriffen. Also das sind immer zu viele. Wo ist der Springtropf? Ist es hier oder? Hier sind wir hochgekommen, oder? Ja, das ist ein bisschen verwirrend. Dann gehen wir hier einfach mal auf die andere Seite durch. Nee, oder? Es sind immer zu viele, mein Gott. Was hat er gesagt? Auf der linken Seite. Jäger. Sind wir von hier gekommen? Ja, ich glaube von hier sind wir gekommen. Ja klar. Wir müssen hier irgendwie Sprengladungen finden. Wo ist die Sprengladung? Keine Ahnung. Oh! Ja, klar. 5, 6 Kugeln. Ich habe keine Ahnung. Ja klar, da kommen natürlich noch mehr. Ich versuche sie natürlich möglichst nah an uns ranzulassen. Hier ist nichts. Damit ein oder zwei Kugeln reichen, aber teilweise brauchen die trotzdem wesentlich mehr. Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ach stimmt, wir hätten ja so eine Art Buch, nicht? Da könnten wir eigentlich mal nachschauen. Ich denke, wir gehen zur Safe Pose zurück und dann schauen wir mal ins Buch nach. Ach, der hat sogar noch Munition. Ja klar, die springen durch und direkt auf uns. Interessant. Wie ging das nochmal? So. Ja. Einfach alles gerade raus. Hier nach oben. Ja klar.
hier irgendwas? Das braucht auch viel zu viel. Okay, schauen wir nochmals nach. Irgendwie hier. Ach, hier. Oh, oh. Jetzt? Da vorne noch? Auf der Seite? Okay. Ja. Jetzt müssen wir vermutlich da durch. Oder? Ja. Ja, klar. Kurz hochheilen. Ne, oder? Wenn es zu viel wird, sollen wir zurückrennen. Wir kommen gar nicht mehr zurück. Ja. Wo sind wir jetzt? Was müssen wir machen? Wir müssen jetzt vermutlich wieder nach da hinten und diese Ladung holen. Ja. Möchte ich eigentlich erstmal zuerst hier noch alles ein bisschen aufnehmen, nichts Spezielles. Okay, dann nehmen wir das einfach mal mit und gehen erstmal wieder zurück. Ja. Kaum hat man hier was aufgenommen, kommen schon mehrere Gegner um die Ecke gerannt. Ja, klar. Ey, da schießt sie doch. Die tun ja gar nichts. Okay, jetzt müssen wir auf die andere Seite durch. Hier gibt es noch ein bisschen Munition, das nehmen wir mit. Die Waffen kurz nachladen, das ist gut. Ich würde sagen, wir bleiben möglichst lange in der Mitte. Na gut, andererseits, die helfen uns ja so oder so nicht. Da vorne waren wir das, waren wir eigentlich schon mal, bevor wir gestorben sind. Hier vorne sollte es jetzt sein, ja. Also laut Pfeil schon. Ja, Waffe wechseln geht teilweise schneller als nachzuladen. Vor allem bei der Schrotflinte. Ja, jetzt kommen schon wieder. Ja. Kommt eine Sequenz. Und jetzt heißt es... Ach, das auch noch. Ja, jetzt müssen wir rennen. Ein großer Sieg an einer kleinen Station. Ich werde nicht mehr mit dir gehen. Ich werde hier gebraucht.
Die Tunnels sind eingestürzt. Wenn du zur Polis willst, musst du eine Umleitung nehmen. Von hier aus kommst du zur Waffenkammer. Und danach musst du durch Stationen der Roten und der Faschisten. Gehen wir. Ich würde mich jetzt... Eine unabhängige Station, also kein Problem. Aber die Roten sind was anderes. Sie bauen eine neue Gesellschaft auf. Einen richtigen Polizeistaat. Leuten, die Informationen über Nachbarn melden. In der Waffenkammer solltest du nach einem Bekannten von mir schauen. André, der Waffenschmied. Erwähne meinen Namen, dann wird er dir helfen. Okay. Ich hoffe, wir können uns hier jetzt noch ein bisschen umsehen. Ich hoffe es. Weil hier liegt ordentlich was rum. Ja, die Waffe lassen wir liegen. Hier, Schrotflintenmunition. Hier ist nichts. Hier noch. Okay. Nehmen wir einfach mit. So. Ja, na gut, dann würde ich sagen, gehen wir hier weiter. Aber ich werde die Folge hier gleich beenden. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Bye.